Schon der X3 Cube, den ich euch vor ein paar Monaten gezeigt habe, war klein. Der Dodocool Mini-Lautsprecher ist aber nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Klein okay, aber wie viel Klang kann man von so einem Ding eigentlich erwarten und ist es letztlich gut? Diese Frage klären wir in der heutigen Folge Gadget Test. Fangen wir erstmal mit dem wohl interessantesten Punkt für euch alle an, dem Preis. Für 11,99 € könnt ihr den Lautsprecher momentan auf Amazon kaufen. Er siedelt sich also klar im unteren Preisniveau an. Gehen wir um das knapp 5 cm hohe und 3,5 cm breite Teil rum, finden wir erstmal nichts außer einer Aluhülle. Oder zumindest etwas, das sich so anfühlt, als könnte es Alu sein. Und einem Aufdruck von der Herstellerfirma Dodocool. Am unteren Ende finden wir dann noch den Micro-USB-Port, welcher zum Laden des Winzlings genutzt wird. Oben haben wir dann noch eine Abdeckung für den eigentlichen Lautsprecher. Auch diese sieht gut aus und fässt sich wertig an. Die Verarbeitungsqualität ist also ein Pluspunkt. Drehen wir den Lautsprecher um, so finden wir den einzigen Knopf des Gerätes und einen kleinen Stopperring. Halten wir den doch schon an einen bestimmten Home-Button erinnernden Knopf gedrückt, so fängt die kleine blaue LED an zu leuchten, ein Signalton erklingt und wir können uns mit dem DA84 verbinden. Allerdings wird er auf dem Handy als Bluetooth-Tastatur angezeigt, warum? Dazu später mehr. Kommen wir erstmal zum wie immer wichtigsten Teil dieser Review, dem Soundtest. Der Sound des Kleinen ist natürlich kein 5.1 Surround-Sound-Erlebnis, aber für die Größe schon eindrucksvoll, auch wenn etwas blechern, denn es ist klar, Bass gibt es bei dieser Größe praktisch überhaupt nicht. Dieses Klangerlebnis wird jedoch durch ein teils relativ lautes Fiepen gestört. Alles in allem lässt sich zum Klang nur sagen, für die Größe top, allgemein okay. Kommen wir jetzt aber zu der Extra-Funktion des Dodocool Lautsprechers. Dieser fungiert nämlich nicht nur als Bluetooth-Lautsprecher. So kann der kleine Knopf bei entsprechender Kamera-App als Auslöser genutzt werden. Eine lustige Spielerei und echt ganz cool, aber meistens hat man das Handy so oder so doch schon in der Hand und könnte auch einfach den Daumen nutzen. Trotzdem ist es ein cooles Gefühl und ein kleiner Pluspunkt. Kommen wir letztlich zum Fazit. Sehr, sehr kleiner Lautsprecher, geringer Preis, eher durchwachsener Klang. Wer braucht so einen Lautsprecher? Ganz klar, alle, die immer einen Bluetooth-Lautsprecher dabei haben wollen, oder? Naja, klein ist er und transportabel sicher auch, dafür sorgt allein schon die kleine Schnalle, die dabei ist. Aber wenn ich dann Musik hören möchte, will ich dann nicht auch, dass der Klang auch so ist, dass ich wirklich Spaß beim Musik hören habe? Ich möchte das. Und vor allem da weiß ich, dass für ein paar Euro mehr wirklich auch deutlich mehr geht. Deswegen kann ich den Dodocool Mini-Lautsprecher leider nicht uneingeschränkt empfehlen. Für alle, die ihn wirklich immer dabei haben wollen und wirklich nur in der Hosentasche Platz haben, lohnt er sich auf jeden Fall. Dem Rest, der vielleicht ein bisschen mehr Platz hat, rate ich eher zum 2 Euro teureren Kulax CX08. Dieser ist etwas größer und wie gesagt auch 2 Euro teurer, aber der Klang spielt wirklich in einer ganz anderen Liga. Für den Dodocool Lautsprecher geht es zumindest in meinem Fall auf jeden Fall zurück zu Amazon und für euch hoffentlich zu meinem nächsten Video. Wenn euch der Dodocool Lautsprecher trotzdem gefällt, dann findet ihr ihn auf jeden Fall in der Infobox. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo oder auch einen Kommentar da, schreibt mir, was ich verbessern kann oder was euch sehr gut gefallen hat. Und ansonsten kann ich nur sagen, teilt das Video, das würde mir sehr helfen und sonst macht es gut. Ciao!